Und da bin ich wieder. Wie man sieht, immer noch der letzte Überlebende der Verkostungsfront. Die Kim ist immer noch, naja, sie ist nicht mehr krank, das stimmt gar nicht, aber sie muss irgendwie ein bisschen aufholen und schafft es deswegen heute auch nicht. Ich muss es also noch einmal, hoffentlich das letzte Mal allein machen. Es geht heute um hauptsächlich Weißburgunder, große Gewächse aus Württemberg und aus Baden. Es sind einzelne Weine aus, ich glaube, aber Grauburgunder aus der Pfalz dabei, zwei Stück, und auch ein Weißburgunder aus Rheinhessen, den ich habe die Rheinhessen halt mit den anderen zusammen probiert, damit es ein anständiger Flight gibt. Und der eine ist halt noch zur Nachverkostung übrig geblieben. Wie bekannt, in Rheinhessen gibt es ja keine großen Gewächse. Es ist also, aber es ist ein Wein, der da ganz locker mithält, der eher sogar fast an der Spitze steht. Wir werden es ja gleich merken. Ich quatsch gar nicht mehr sehr viel. Fang sofort an. Sobald ich da alles offen habe. So, jetzt. Das riecht recht jugendlich, fruchtig, viel Kernobst. Bisschen was Pflanzliches dabei, Hefenoten. So ganz zarte. Was Nussiges, was ja nicht nur für die Burgundersorten ganz normal ist, sondern halt wahrscheinlich auch daher kommt, dass das bisschen Holz halt auch hat, wenn auch das nicht sehr auffällig ist. Das ist relativ hell in der Frucht. Auch das Holz ist hell, wieder sehr nussig. Geht leicht ins Vanillige, so ganz leicht rauchige Noten sind dabei. Das Holz scheint mir fast ein bisschen dominanter zu sein als gestern. So schmeckt es jedenfalls gerade. Was man merkt, es ist recht kräftig, es hat relativ viel Alkohol. Das ist heute fast verschlossener als gestern. Also die Frucht hat sich hinter dem Holz zurückgezogen. Der Alkohol ist eher noch ein bisschen deutlicher als gestern. Es hat schon einen gewissen Säurebiss auch. Auch fast kühl wirkende mineralische Anteile sind da dabei. Aber die Alkoholwärme überwiegt halt doch. Ich werde mir das fast noch einmal am Tag anschauen. Aber im Moment steht er bei den 87, die er hat. Aus meiner Sicht. Recht gut, auch weil es auch im Abgang so ein bisschen brandig alkoholisch stehen bleibt. Das ist Dr. Heger und zwar ist das sein 18er Vorderer Winklerberg Weißburgunder großes Gewächs. Gesagt, ich schaue mir noch mal an, aber ob das wirklich noch einmal besser wird, ich habe so meine leisen Zweifel. So, das ist auch von der Farbe her, das sieht man vielleicht, deutlich Grauburgunder. Das ist also so orange bis hell Himbeerfarben, so in die Richtung. Das ist deutlich nussig, hefig, so ein bisschen was Vegetabiles dabei. Kernobst, so auch tatsächlich was leicht Rotbeeriges. Und so ein bisschen was Florales. Alles recht kühl, geschliffen und klar. Das wirkt gerade im Vergleich jetzt auch zum Vorgänger sehr kühl, hat einen schönen Säurebiss. Eigentlich denkt man sich ja, Grauburgunder hat ja meistens noch ein bisschen mehr Schmelz als Weißburgunder, wirkt oft fast ein bisschen molliger und wärmer auch. In dem Fall ist das gar nicht so. Ist natürlich ein völlig anderer Stil, kommt natürlich noch dazu. Aber auch sonst ist es für Grauburgunder sehr, sehr geschliffen, sehr kühl.
einen ziemlichen Zug. Merkliche Mineralik, am Gaumen so was ganz leicht Rotbeeriges, florale Töne dabei. Das ist ja aromatisch oft recht nah beieinander. Dann so was Kreidig-Salziges. Na, das hat eher zugelegt. Das ist sehr straff. Also das würde ich jedem Grauburgunder-Hasser ans Herz legen, sowas mal zu probieren. Denn damit, glaube ich, kann man die meisten schon bekehren. Das hat so viel Leben und Frische. Also langweilig geht anders. So, das ist jetzt Pfalz. Und zwar ist das der 18er Kalkmergel von Becker. Das, ja doch, kann man schon lesen. 218. Kein großes Gewächs. Gilt da eher als Gutswein. Also preislich nicht ganz, kostet auch schon 17,80 oder 17,50. 17,50. Also ist kein ganz normaler Gutswein, die wissen schon, was es wert ist. Aber das ist es das dann auch. Das nächste, ich den schon eingeschenkt, natürlich nicht. Bleibt auch schön stehen. Also gerade dieses Feinfruchtige, das hält ziemlich lang nach. Das hat jetzt wieder so ein bisschen helles, auch ins Nussige gehendes Holz. Helle florale Töne. Kernobst, ein bisschen was Zitrusfruchtiges auch dabei. Es wirkt relativ reif. Jetzt auch im Mund wieder die etwas fülligere Version. Das hat aber auch Dichte, das hat einen festen Bau. Das hat eine sehr feine Säure, die aber durchaus noch Rückgrat gibt. Ganz zarten Gerbstoff. Helles Holz, ein bisschen hefige Töne, das ganz zart rauchige ist dabei im Hintergrund, kommt was ganz zart Vegetabiles dazu. Das hat auch wieder deutlich mehr Kraft und Wärme, als wir das jetzt beim Grauburgunder vom Bäcker vorher hatten. Aber es ist sehr stimmig. Hat dann schon was regelrecht Cremiges am Gaumen, bleibt aber trotzdem strukturiert. Eben haben wir es vorhin schon gesagt, die Säure gibt Rückgrat, der leichte Gerbstoff sorgt zusätzlich für Griff. Das geht also nicht in die Breite, sondern es bleibt relativ straff. Auch dieser mineralische feste Kern ist da und das hat dann doch eine gute Länge. Das wird sich auch recht gut entwickeln. Naja, das ist schon nicht schlecht. Muss mal gleich den Ausgießer umstecken. Das ist das Weingut G.A. Heinrich. Das hatten wir schon ein paar Mal dieses Jahr, dass es auffällig war, wie gut da die Weißen geworden sind. Für die Roten sind sie schon länger bekannt, die Weißen waren so ein bisschen im Hintertreffen. Das hat sich geändert. Man kann es jetzt schlecht lesen mit dieser Schrift. Das ist Heilbronn in Hinterer Hunsberg, Weißburgunder 17. Das ist so sein Flaggschiff unter den Weißen Burgundern. Aber das ist auch kein Deutsch schlechter mehr als jetzt die großen Gewächse der Nachbarn. Auch wenn er selbst keins ist. Das riecht ein bisschen kühler, auch leicht pflanzlicher, so ein Hauch frischer. Das andere war ja eher so eine reife Frucht. Da fehlt auch so dieses etwas süßliche, helle Holz, das der andere hatte. Obwohl der auch so ganz, ganz zarte, holzige Noten hat, aber das ist sehr, sehr verhalten.
Das Ganze ist eine sehr, sehr helle Geschichte. Aber animierend im Hintergrund kommt Mineralik. Mit dem Eindruck am Gaumen rechnet man eigentlich erst gar nicht so, weil diese Nase relativ kühl und geschliffen ist. Und am Gaumen hat er dann doch ordentlich Fett, auch spürbaren Alkohol. Es hat schon trotzdem auch Zug, das hat eine schöne Säure. Aber man merkt diesen Alkoholdruck schon gewaltig. Dann kommt was ganz leicht Rauchiges. Also, wie gesagt, ein bisschen Holz hat es. Zartpflanzliche Töne, wieder was Helles, Mineralisches dazu. Es ist geradlinig, es ist stringent. Aber auch hinten raus drückt der Alkohol wieder ein bisschen mehr. Der Vorgänger, den wir gerade hatten, hat dem Ganzen noch eine Spur mehr Substanz entgegengesetzt und hat wahrscheinlich auch gar nicht ganz so viel Alkohol gehabt. Das steht bei 88, das steht gut da. Jetzt haben wir wieder das Weingut Heger. Dieses Mal ist es Iringer Winklerberg Winklen. Rappenecker 18. Großes Gewächs. Da merkt man es halt dann schon, dass auch der Alkohol ein bisschen im Abgang stehen bleibt. Wir hatten es vorher mit etwas, da bleibt die Frucht eher stehen. Hier merkt man den Alkohol halt schon recht deutlich. Das ist noch ein Stück pflanzlicher in der Nase. Die Frucht ist ganz zurückhaltend, auch eher hell. Dann kommt was deutlich Nussiges, aber auch das Nussige geht so ganz leicht ins Grüne. Das ist relativ saftig. Das hat dann wieder relativ deutliche helle Holzwürze, so was mandelig-nussiges dazu, feine Säure. Der Gerbstoff trocknet ganz leicht am Gaumen. Dann kommt hinten raus so was Vegetabiles, ein bisschen was Florales. Ist jetzt ein bisschen eckiger als die letzten Vorgänger, was auch ein bisschen an diesem antrockneten Gerbstoff liegt. Aber auch das hat dann recht festen Kern und es zieht recht gut hinten raus. Und hinten raus kommen dann nochmal Kräuter. Das Holz geht fast ein bisschen ins Tabakige dann im Abgang. Und dann kommen reife Zitrusfrüchte, Kernobst und da bleibt jetzt dann doch die Frucht stehen. Und es drückt auch gut nach. Also das steht auch bei 88 und aus meiner Sicht steht es da, das ein bisschen länger halten, steht es da gut. Ich würde vielleicht noch ein halbes, dreiviertel Jahr warten, bevor ich mit dem Trinken anfange. Das ist Württemberg, das ist Jürgen Ellwanger, Winterbacher, Hungerberg, Weißburgunder, großes Gewächs. Das ist ein Notetikett, das ist mit der Hand ausgebessert, das ist 2018. So. Das wirkt ein bisschen tiefer. Recht feste Nase. Mineralische und kräuterig-pflanzliche Töne. Das sollte ich vielleicht auch deutlicher reinschreiben. Also, das ist eindeutig komplexer und fester und tiefer geworden. Ja, und das merkt man auch am Gaumen sofort. Das ist fester, konzentrierter als die Vorgänger alle waren. Es hat auch ein bisschen so dieses helle Holz dabei. Auch das hat merklichen Gerbstoff, aber der ist reif.
hat einen schönen Säurebiss, das hat viel Kraft, das ist nachhaltig, das ist dicht, das hat Tiefe. Auch wieder die Mineralik kommt. Nur auch das ist wesentlich deutlicher als gestern. Auch das hat Kraft, habe ich schon gesagt. Auch da spürt man den Alkohol ganz leicht, aber das ist deutlich besser eingebunden, als wir das bei den zwei Hegers vorhin hatten, wo er doch ein bisschen dominant war. Das ist hier nicht der Fall, weil der Wein konzentrierter ist. Weil auch insgesamt dem Alkohol einfach mehr entgegenzusetzen hat. Da kommt dann eben die Mineralik noch dazu und hat ein richtig schöner Säurebiss. Ja, das ist jetzt in dem Zustand, sind es jetzt dann doch schon 90. Gestern waren es nur 8. Also 88. Ja. Ja, so ist es. Das ist das Weingut Freiherr von und zu Frankenstein. Wie man sieht, ein Ersatzetikett. Das echte gibt es wohl noch nicht. Berghaupten Schützenberg im Himmelreich heißt das Ganze. Auch großes Gewächs. Ja, das, wie wir das vorhin schon hatten. Da bleibt eben nicht hauptsächlich der Alkohol stehen, sondern Mineralik, herbe Frucht, ein bisschen das Holz, aber das ist unaufdringlich. Also das wird sich auch sehr gut entwickeln. Das hat auch ganz zartes Holz und es hat fast was Pilziges dabei. So ein bisschen erdig mineralische Töne, die Frucht eher verhalten, auch eher hell, so ein Hauch Speck dabei, so. Also grüner Speck, sprich weißer Speck halt, ne? Ganz reiner Speck, bei uns heißt das grüner Speck. Eine ganz andere Stilrichtung, ist relativ fruchtig. Das sehr klare Kernobstnoten dabei, ein bisschen Zitrus. Helles, nussiges Holz, sehr feine Säure. Das Ganze ist ziemlich rund und süffig. Es füllt den Mund aus, ohne dass es breit wirkt. Im Hintergrund kommt Mineralik. Es hat ein bisschen Gerbstoff, der aber richtig gut dazu passt. Das gibt einfach dem Ganzen noch ein bisschen Grip, ohne dass das austrocknet. Hat nicht ganz das Zwingende vom Vorgänger, aber doch schon gewisse Substanz, Komplexität, Tiefe, gewisse Länge dazu. Der hat 89 und steht da auch gut. Ich würde auch das erst in einem halben Jahr bis Jahr anfassen und in sich noch ein bisschen entwickeln lassen. Das ist das Weingut Bercher, Weißburgunder, Burgheimer Feuerberg, Haslen, 18. Da ist jetzt wieder so, dass ich im Abgang den Alkohol dann schon ein bisschen merke. Das ist nicht schlimm, aber es bleibt halt mehr stehen, als wir das beim Vorgänger hatten. Das ist auch wieder sehr helle Nase, aber bis jetzt hatten wir überwiegend kernobstbetonte Düfte bei den Weinen, dass es jetzt mehr in die Zitrusrichtung geht. Zwar auch so ein bisschen Apfel dabei, aber die Zitrusaromen dominieren eindeutig. Auch was frisch pflanzliches, so ganz leicht grün ist dabei,
Also nicht unreif grün, sondern halt einfach frisch. Bisschen Mandeln, kleine Spur Rauch, mineralische Anklänge. Dann kommt auch, was wir gar nicht oft haben, Pfirsich, so ein bisschen Steinobst jetzt auch. Ja, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie das gestern war. Das ist der fruchtigste von allen. Was eben auch ein bisschen an dieser Zitrus- und sogar Steinobstbetonung liegt. Nur, dass jetzt heute, im Gegensatz zu gestern, so ein süßlicher, heller Holzton durchkommt, den wir bei anderen Weinen heute auch schon hatten. Das geht schon relativ deutlich ins Vanillige. Das ist heute aufdringlicher als gestern. Auch da merkt man den Alkohol ganz leicht. Dann kommt was Rauchiges im Hintergrund, wieder so ein bisschen was kühlend Mineralisches dazu. Bei einem gewissen Schliff, einen gewissen Zug hinten raus. Vielleicht nicht ganz die Komplexität. Da ist es jetzt auch so, dass der Gerbstoff zwar eher noch moderater ist als beim Vorgänger, aber weniger gut zum Gesamtbild passt und auch ganz leicht trocknet. Das ist nicht schlimm, das wird sich auch mit der Reife, wird sich das auch geben. Aber so ganz die Komplexität und Länge der beiden Vorgänger hat er nicht, vor allem des Vorvorgängers. Das steht jetzt bei 88 und das steht da ganz gut. Denn, wie gesagt, Struktur bis gewisse Tiefe hat er ja. Das ist ein sehr guter Wein, wir dürfen da also gar nicht jammern. Aber 88 reicht. Hinaus bleibt dann noch mehr von diesem Rauch stehen. Es geht auch wieder so ganz leicht ins Speckige, wie wir es schon in der Nase hatten. Das war ein gut Wörwag, das ist auch 18, das ist Herzogenberg großes Gewächs. Also unter Türkheim. Das ist kräuteriger und auch sofort auffällig mineralisch in der Nase. Die Frucht ist hell und zurückhaltend. Auch das hat der Spur Speck und ganz zart pilzige Nosen. Aber es bleibt mehr auf dieser pflanzlichen und mineralischen Seite. Holz merkt man fast gar nicht. Das ist jetzt wieder am Gaumen ein bisschen reifer wirkend, als die Nase andeutet. Also nicht ganz so kühl, wobei auch das relativ fruchtig ist, relativ hohen Zitrusanteil hat an der Frucht, auch eine lebendige Säure, einen merklichen Gerbstoff, der auch noch eine Spur trocknet. Am Gaumen zieht es aber nochmal anders als der Vorgänger. Das hat ziemlich gute Substanz, es hat Tiefe, das hat Spannung am Gaumen. Hat schon auch Kraft. Also auch hier merkt man den Alkohol leicht. Dann kommen wieder die Kräuter und die deutliche Mineralik, die man in der Nase ja als erstes merkt. Und es baut weiter Spannung auf. Hat einen schönen Zug hinten raus, hat eine sehr klare, herbstsaftige Frucht. Da schwanke ich zwischen 89 und 90, also 89 hat's. Aber das zieht schon gescheit und es hat eine Mordsmineralik hinten raus. Wir gehen mit 90. Das wird sich auch gut halten. Und vor allem auch da würde ich sagen, so ein Dreivierteljahr bis Jahr zu warten,
bevor man mit dem Trinken anfängt, wird sich lohnen. Er wird noch ein bisschen länger halten, natürlich, eher so 6 bis 8 Jahre. Das ist nochmal Dr. Heger. Und zwar ist das sein Gras im Ofen. Es stellt sich jetzt wieder mal nicht ganz so scharf, doch jetzt geht es Iringen, Winklerberg, Hinterwinklen. Winklen, wir Franken, Gras im Ofen. 17 aber. Das fällt schon auf, ne? Das hat weniger Alkohol und eine höhere Frische als als die 18er von Heger hatten. Die ist ein bisschen. Ja, wir hatten es ja. Muss ich gar nicht nochmal erklären. So, jetzt sind wir sichtlich eigentlich wieder beim Grauburgunder. Das ist jetzt schwerer zu erkennen. Aber das ist also nicht so rot, wie wir das vorhin schon hatten beim Bäcker, sondern das ist eher so Zwiebelschalenfarben. Aber dieses, da weiß man genau, warum das Grauburgunder heißt, weil das wirklich so einen leicht grau-roten Einschlag hat. Da ist dann auch gleich, ich habe gar nicht die Nummer aufgeschrieben, der Nusston wieder ein anderer. Bei Grauburgunder geht es sehr gern ein bisschen in Richtung Pistazie. Das hat es beim Weißburgunder eigentlich fast nie, das ist mehr so haselnussig. Wenn man es mal grob unterscheiden möchte, klar gibt es dann immer wieder je nach Ausbau so mandelige Walnusstöne und so weiter dazu. Je nachdem, aber so diese Grundrichtung ist bei Weißen eher Haselnuss und beim Grauen eher Pistazie. Und hier sind wir recht deutlich bei Pistazie. Direkt deutlicher reinschreiben. Dann hat er was ganz leicht Florales. Kreidig-mineralische Noten. Das ist ziemlich kühl, das Ganze. Und aufgeräumt in der Nase. So ganz zarte Holzanklänge. Das ist. Das hat zwar Ausdruck und es hat Tiefe, aber es ist ein sehr ruhiger Stil. Und so geht es am Gaumen auch weiter. Das ist ganz und gar unprätentiös, aber es ist dicht. Es hat eine gewisse Komplexität. Es hat Feinheiten. Schöne Säure. Und da geht jetzt das Nussige tatsächlich zusätzlich zu den Pistazientönen ins Mandelige rein. Und dann kommt eine sehr, sehr deutliche Mineralik. Das hat schon auch Kraft und sicher nicht sonderlich wenig Alkohol, aber das ist alles bestens integriert. Es bleibt dennoch kühl, geht überhaupt nicht in die Breite, hat ganz, ganz klare Konturen, ist aber nicht glatt dabei, sondern es bleibt komplex am Gaumen. Das zeigt immer wieder mal andere Facetten. Es ist vielleicht nicht unendlich tief, aber diese Feinheiten, die Komplexität, die Mineralik, das gefällt mir schon sehr. Das sind schon gute 89. Ich werde mir das auch nochmal anschauen. Was das Ding mit noch einem Tag mehr Luft macht. Aber das ist was, was mir sehr, sehr gefällt. Das war ein Gut Münzberg, ist also Pfalz. Das ist 18 Grauburgunder Gotrammsteiner Schneckenberg. Steht's drauf. Erste Lage, ja. Kann halt ganz locker mit den großen Gewächsen mithalten. Völlig problemlos. Ist nur günstiger, kostet 17 Euro. Das kann man schon kaufen. Bleibt auch sehr, sehr schön stehen. Also der ist auch hinten raus recht komplex. Und da merkt man von dem Alkohol so gut wie gar nichts. Ich habe es nachgeschaut, 13,5 hat er.
Das ist ein bisschen verschlossener, das hat wieder so helle Holztöne drin, aber auch so kühlende pflanzliche Aromen dabei. Das Holz geht so ein bisschen ins Tabakige. Auch der hat so was Mandeliges. Das ist eine relativ konzentrierte Frucht, sehr hell, wieder auch viel von diesem hellen Holz dabei. Frische pflanzliche Noten hat er. Schöne Säure, die sich fast ein bisschen durchzieht. Dann kommen so Zitrusaromen dazu. Das ist noch ziemlich unentwickelt. Das will ich auch morgen nochmal sehen. Steht gerade bei 89 und da steht es gerade im Moment für mich ziemlich gut. Es hat Festigkeit, es hat eine gewisse Tiefe, es bleibt straff durchgezogen von vorn bis hinten. Bleibt eher kühl, das hat relativ wenig Alkohol, aber Festigkeit. Ja, und es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Also da würde ich auf jeden Fall noch ein Jahr warten. Und gleichzeitig, also ich jetzt persönlich, noch einmal am Tag, um mir das morgen noch mal anzuschauen, wo da die Reise hingeht. Das ist der Schwarze Adler, also Franz Keller. Das ist Oberbergener Bassgeige im Lee. Großes Gewächs. 17 aber. Völlig anders. Das ist rauchig, reduktiv, pflanzlich. Hat auch merkliches Holz, aber das ist ein ganz anderer Typ Holz. Das ist nicht dieses ganz helle Holz, das wir heute schon ein paar Mal hatten. Das ist eine Spur dunkler und eben rauchiger. Aber die Nase hat Tiefe, die ist recht komplex. Deutliche Mineralik ist dabei, so was ganz leicht Gewürziges kommt dazu. Also die Nase, auch wenn sie noch reduktiv ist, ist schon ziemlich spannend. So geht es auch weiter. Das ist im Mund sehr straff, sehr saftig. Nur, dass dieser Saft gar nicht aufdringlich ist, sondern kühl, knochentrocken. Es hat eine sehr, sehr schöne Säure, die den Wein fast marmoriert. Wieder hat es rauchiges Holz, aber das Holz ist extrem gut eingebunden. Das hat überhaupt nichts Dominantes. Ganz feine vegetabile, so grün-vegetabile Noten kommen dazu. Viel Mineralik. Das ist nachhaltig. Recht komplex. Eine ungeheure Frische. Und Spannung und Eleganz. Und Ausdruck. Wir sind schon bald 91. Das ist schon sehr, sehr gut. Da sind wir in Württemberg. Und zwar ist das Aldinger. Das ist ein Untertürkheimer Gips Marienglas 2017. Ja, das hat halt nur 12,5 Alkohol, gell? Aber einen Mordsausdruck. Eine schöne Länge.
Das ist schon sehr gekonnt. Das ist ziemlich kühl in der Nase. So. Helle, apfelige und Zitrusaromatik. Pflanzliche Noten dabei, Mineralik dabei. Kaum merkliches Holz. Das wirkt jetzt gegen den Vorgänger fast süß. Das ist wieder schmelziger, das hat wieder dieses etwas süßliche, helle Holz, von dem man in der Nase fast nichts merkt. Aber am Gaumen ist es dann doch da. Es hat eine schöne, lebendige Säure, pflanzliche Aromen, was ganz leicht Pilziges im Hintergrund. So geht auch ein Stück weit in die Umami-Richtung. Da hilft natürlich, das hat bestimmt so eine ganz leichte Restsüße. Aber das fällt auch am Gaumen auf. Dann kommt ein winziger Hauch was Rotbeeriges. Hat gewisse Kraft, viel Saft. Sind so Kräuternoten hinten. Aber so ganz die Tiefe und die Komplexität des Vorgängers, da kommt er jetzt nicht ganz ran. Aber es ist ein schöner Wein. Bleibt doch hinten stehen. Auch da ist ein kleiner süßer Touch. Aber eben auch reife Frucht, pflanzliches. Eigentlich gut eingebautes Holz. Ja, und auch so mineralische Töne. Und es hält dann auch gut nach, das im 89. Das ist noch einmal Heger. Und dieses Mal ist es der Achkarer Schlossberg 18. Ist interessant, das ist Schlossberg. Was ja auch eine extrem warme Lage ist. Aber es wird nicht ganz so wuchtig wie die anderen 18er von ihm, die wir heute hatten. Liegt aber möglicherweise auch tatsächlich an der Fruchtigkeit. Oh, das ist überhaupt völlig anders. Das ist sehr kühl, intensiv, so kreidig mineralisch. Dann hat es so einen ganz leichten Kohlrabi-Ton dabei. Es wirkt noch ziemlich verschlossen. Und eine sehr, sehr frische, helle, kühle Frucht. Oh, Spurpilze. Nur dieses ganz helle reinschreiben, das fehlt mir da. Auch da ist das Holz eigentlich nur angedeutet. Aber das ist ziemlich komplex, das ist auch sehr tief in der Nase. Diesen ganz hellen Charakter hat er auch im Mund. Aber auch da, das schmeckt wirklich völlig anders als alle anderen, die wir heute hatten. Das ist relativ zitrusbetont, hat eine sehr, sehr straffe, lebendige Säure. Dann wieder dieses Kreidige, dann kommt auch ein bisschen Salz dazu, florale Töne hat er dabei. Gestern hat mir das Holz fast deutlicher geschmeckt als heute. Das muss man suchen. Dann hat es Kraft und Dichte, aber keine Schwere. Einen schönen Zug hinten raus und endet auch mit Spannung, Frische, wieder dieser hellen, zitrusbetonten Frucht und zieht dann nochmal anständig an. Auch das, sagt man vielleicht nein schon, sollte man nicht sofort anfassen, sondern locker noch ein halbes Jahr warten.
wenn nicht ein Jahr. Aber das sind verdiente 90. Das ist jetzt unser einziger Rheinhesse für heute. Und zwar ist das Knewitz 2018 Appenheimer Eselspfad. Da war schon der Ortswein der Appenheimer, war sehr, sehr gut. Aber der setzt schon mal deutlich einen drauf. Das war's mit den Weißburgundern für heute. Das nächste Mal dürfte dann ziemlich sicher die Kim auch wieder dabei sein. Danke bis dahin fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder und tschüss.